Ihr Geld ist sicher. Bald Slogan aller russischen Banken. Seit Mitte 2013 arbeitet die Leiterin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiulina, an der Reformierung des russischen Bankensystems. Dies wurde nicht nur international anerkannt, sondern zeigt auch praktische Resultate im täglichen russischen Leben. Diejenigen, die sich mit Russland beschäftigen, insbesondere dem modernen Russland seit 1992, eine paradoxe Formulierung meinerseits, denn das wirklich moderne Russland begann sich erst 10 Jahre später zu entwickeln, weiß, dass das russische Bankensystem ein System war, dem man kein Geld anvertrauen konnte, zumindest nicht mittel- oder langfristig. Banken schossen in den 90er Jahren wie Pilze aus dem Boden und dienten in erster Linie für die persönliche Bereicherung des Besitzers. In anderen Ländern war dies ein Straftatbestand. In Russland verstand man dies als neue unternehmerische Freiheit und für den Verbraucher formulierte man den Begriff marktwirtschaftliches Risiko. Damit war dann ab Mitte 2013 Schluss. Elvira Nabiulina nahm das Zepter in die Hand und begann mit dem großen Aufräumen. Noch im zweiten Halbjahr blies sie 41 Banken das Lebenslicht aus. Bis heute haben 463 Banken ihre Lizenz verloren. Bis zum Jahre 2003 waren die Anleger in Russland völlig schutzlos, denn erst in dem Jahr wurde ein Einlagensicherungsfonds geschaffen. Schrittweise wurde die Versicherungssumme den Bedürfnissen angepasst. Im Jahre 2013 betrug sie 700.000 Rubel. Für die überwiegende Mehrzahl der Anleger ausreichend, um die volle Geldanlage einschließlich Verzinsung zurückzuerhalten. Jetzt beträgt die Versicherungssumme 1,4 Millionen Rubel. Versichert sind nicht nur die Anlagen von Privatpersonen, sondern auch die Konten von Einzelunternehmern und Kleinstunternehmen. Die Praxis, vor allem aber die Statistik zeigt, dass die gegenwärtige Einlagensicherung eigentlich für den ganz normalen Durchschnittssparer ausreichend ist. Seit März 2019 sind die Geldanlagen der Bevölkerung um 9% gewachsen. Das durchschnittliche Konto hat 200.000 Rubel. Allerdings variiert die Geldsumme innerhalb der Regionen erheblich, wie die nachfolgende Karte zeigt. Übrigens ein weiteres Paradox in Russland, denn in den letzten Jahren wurde sogar von Offiziellen im Widerspruch zu offiziellen Statistiken immer wieder die Aussage getroffen, dass die Realeinkommen der Bevölkerung gesunken sind. Wenn die Realeinkommen beständig fallen, können doch eigentlich die Ersparnisse der Bevölkerung nicht wachsen. Seit vergangenem Jahr überlegt nun aber die Zentralbank, weitere Schritte zur Absicherung der Geldanlagen der Bevölkerung zu unternehmen. Die Gefahr, dass eine Bank die Lizenz verliert, wird von Tag zu Tag geringer. Gegenwärtig ist eine Pause eingelegt. Während der Corona-Krise sind Lizenzentzüge kontraproduktiv. Da die Gefahr eines Lizenzentzuges einerseits geringer wird, kann man aber andererseits das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung dadurch erhöhen, dass die Summe der Einlagensicherung weiter angehoben wird. Eben darüber hat die Zentralbank nachgedacht und am gestrigen Tag wurde in der Staatsduma über einen Gesetzentwurf in zweiter Lesung beraten, welcher die Anhebung der Einlagensicherung auf 10 Millionen Rubel vorsieht. Damit ist die Einlagensicherung in Russland größer als die gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland. Allerdings sichert die neue Summe nicht alle Einlagen ab, sondern konkrete Einzelfälle, die aber auch nicht so selten sind. Es geht um Anlagen, die Bürger tätigen, um für eine Immobilie zu sparen, um ein Auto zu kaufen. Es geht um unerwartete Geldeingänge im Erbschaftsfall. Der russische Finanzminister kommentierte allgemein, dass die neue Einlagensicherungssumme für diejenigen Anleger zutrifft, die sich in einer schwierigen persönlichen Lebenssituation befinden. Diese Formulierung ist natürlich für ein Gesetz völlig ungeeignet.
Denn alle Bürger dieser Welt befinden sich ständig in schwierigen persönlichen Lebenssituationen. Es bleibt also abzuwarten, wie das Gesetz diese Lebenssituationen definiert. Fakt ist aber schon jetzt, dass Russland einen weiteren qualitativen Schritt zur Absicherung seiner Bürger, aber auch möglicher Geldanlagen von Ausländern unternimmt. Denn auch die Geldanlagen von Ausländern sind in Russland versichert, im gleichen Umfang wie für russische Bürger. Russland ist auf dem richtigen Weg, auch im Bereich der privaten Geldanlagen. Wenn es jetzt noch gelingt, die erfolgreichen russischen Unternehmer, ehemals auch Oligarchen genannt, die in Russland viel Geld verdienen und dies ins Ausland verlagert haben, davon zu überzeugen und diese ihr jetzt unsicheres Geld im Westen nach Russland zurückbringen, dann wäre alles perfekt.